Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 147 Lampenfieber, zweiter Teil. Im Kaminzimmer schenkte Hermine erst sich und danach Severus eine Tasse schwarzen Tee ein, von dem er gleich einen Schluck nahm. Severus, sagte Narzissa erstaunt. Seit wann trinkst du keinen Kaffee mehr? Mit regloser Miene antwortete Severus mit seiner Lehrerstimme. Seitdem Miss Granger mir während der gemeinsam eingenommenen Mahlzeiten ungefragt Tee einschenkt. Das ist doch überhaupt nicht wahr, war Hermines schmollende Antwort gewesen. Sie hätten mir sagen können, dass Sie lieber Kaffee möchten. Ich wollte Sie nicht vor den Kopf stoßen. Er klang ein wenig amüsiert, so dass Hermine klar war, dass er nur scherzte. Nach einem zaghaften Klopfen trat Draco herein und Hermine würde schwören, dass er noch ein wenig blasser war als vorhin. Setz dich doch und iss ein wenig, bat seine Mutter. Draco setzte sich zwar, trank aber nur einen Kaffee. Er war mucksmäuschenstill. Gegen Mittag traf Susan ein, aber Draco bekam sie wegen der alten Tradition vor der Trauung nicht zu Gesicht. Stattdessen hatte er sich in sein Zimmer zurückgezogen, während Narzissa dem Ehepaar Bones zur Hand ging und Hermine und Severus sich weiterhin im Kaminzimmer die Zeit vertrieben, weil niemand ihre angebotene Hilfe annehmen wollte. Wollen wir nicht ein wenig Feuer machen? Fragte Hermine gelangweilt. Es ist doch immerhin ein Kaminzimmer und es ist Winter. Ich finde, das Feuer sollte brennen. Sie zückte bereits ihren Stab, den sie am langen Ärmel ihres Kleides versteckt hatte, doch bevor sie ein Incendio sprechen konnte, erhob Severus einhaltgebietend die Hand und sagte: Nicht doch mit einem plumpen Zauberspruch. Er erhob sich vom Sofa und näherte sich dem riesigen, weißen Kamin, während er erklärte: Die Familie Malfoy legte immer einen besonderen Wert darauf, die Stimmung in diesem Zimmer auf natürliche Art zu erzeugen. Er kniete sich vor dem Kamin nieder, weshalb sie fragte: Machen Sie das etwa per Hand? Gewisse Dinge sollte jeder Zauberer ohne Stab erledigen. Er legte dünnes Anzündholz unter und zwischen die Holzscheite, die bereits im Kamin lagen. Zuzusehen zu dürfen, wie sich das Feuer von sich allein ausbreitet, kann zu einem angenehmen Erlebnis gehören. Ein Incendio hingegen würde von einer Sekunde zur anderen einfach ein großes Feuer entfachen. Er nahm eine Packung mit langen Streichhölzern, die ganz nach Muggelart gestaltet waren. Und außerdem könnte dieser doch etwas explosive Zauber den Sandstein angreifen. Ich möchte gar nicht wissen, wie kostspielig es sein würde, den Kamin herrichten zu lassen, sollte er beschädigt werden. Den Zündkopf an der rauen Fläche reibend, entzündete er das Streichholz, mit dem er die dünnen Holzstückchen entflammte, die laut knisternd von dem Feuerchen verzehrt wurden, damit es groß und stark werden konnte. Während Hermine und Severus dem Knistern des Kaminfeuers lauschten, hörten Albus und Minerva just im gleichen Moment den Wachmann der Station, auf der Mr. Zambini anzutreffen war, mit seinem Tagespropheten rascheln. Kurz darauf hörte man Schritte. »Ah«, machte der Wachmann. »Da ist die Schwester ja schon. Tut mir leid, Professor Dumbledore, dass ich sie nicht einfach eintreten lassen durfte. Die Regel, Sie verstehen?« »Ja, ich verstehe«, sagte Albus freundlich, bevor eine junge Schwester sie auf der Station in Empfang nahm. Albus Dumbledore war eine bekannte Persönlichkeit und so überraschte es ihn nicht, als die Schwester ihn zu kennen schien, denn sie grüßte ihn mit viel Ehrfurcht. »Professor Dumbledore, einen schönen guten Tag.« Auch Minerva wurde freundlich auf der Station willkommen geheißen. Auf dem Weg zum Krankenzimmer sagte die Schwester:
Mr. Zerbini hatte mich darüber informiert, dass er heute möglicherweise mit einem Gast rechnen kann. Er schien sehr auf Ihren Besuch zu hoffen. Dann bin ich froh, dass ich ihn nicht enttäuschen werde. Als der Besuch in sein Zimmer geführt wurde, stand Blaze stocksteif in der Mitte des Raumes. Vor lauter Aufregung schien er den Atem anzuhalten. Bernice stand direkt hinter ihrem Vater und lugte an dessen Oberschenkel vorbei, um die beiden älteren Gäste zu betrachten. Als sie den langen Bart erblickte, da wurde sie magisch von ihm angezogen, denn so etwas hatte sie noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen. In 0, nichts stand sie vor Albus. Sie blickte mit weit aufgerissenen Augen neugierig an dem großen Mann empor, und als sie seine Augen freundlich zwinkern sah, da strahlte sie über das ganze Gesicht. Das Mädchen hob unerwartet ihre beiden Hände und vergrub sie in dem langen, weißen Bart. Bernice, nicht! Mit einer beruhigenden Geste unterbrach Albus den aufgeregten Vater, während er dabei zusah, wie das kleine Mädchen seinen Bart bewunderte, bevor sie ihn an ihre Wange führte, um zu spüren, ob er wirklich so weich war, wie er aussah. Ganz überwältigt, mit funkelnden Augen drehte sich das Mädchen zu ihrem Vater um und forderte voller Vorfreude: Papa, du musst dir auch ein Bart machen! Wachsen lassen, Schatz, verbesserte Blaze nachsichtig. Vielleicht später. Sich dem Direktor nähernd, erblickte er hinter dessen großer Gestalt mit dem ausladenden Gewand seine ehemalige Lehrerin für Verwandlung, weswegen er erst die Dame begrüßte, wenn auch etwas verunsichert. Wenn ich ehrlich bin, Blaze sah den Direktor an, dann habe ich nicht damit gerechnet, dass sie meiner Bitte nachkommen würden. Nicht etwa, weil sie nicht wollten, sondern weil ein Mann ihres Ansehens sicherlich sehr viel beschäftigt ist. Die Zeit, Mr. Zerbini, nehme ich mir einfach, erklärte Albus mit warmer Stimme. In Malfoy Manor lief alles nach Mr. Bones Wünschen und vor allem war endlich ein wenig Ruhe eingekehrt, nicht nur bei Draco. Er hatte sich bereits seinen Anzug angezogen, jedoch den Umhang und das Jackett sofort wieder ausgezogen, weil ihm viel zu warm war. Vorhin hatte er gehört, dass Susan und Hannah gekommen wären und, wie die Tradition es verlangte, würde er seine Braut nicht sehen, bevor die Zeremonie beginnen würde. Sein Herz raste und der Schweiß stand ihm nicht nur auf der Stirn, sondern lief ihm an den Schläfen und am Nacken hinunter. Mit einem frischen Stofftaschentuch tupfte er die Stirn und Hals ab, bevor seine Hände das Taschentuch kneteten. Schwer atmend öffnete er den Kragen des Hemdes, weil er das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen. Zusätzlich riss er das Fenster weit auf, um ein wenig frische Winterluft hereinzulassen. Für einen kurzen Moment stand er am Fenster und er ahnte, dass es heute noch schneien würde. Wieder ging er auf und ab und er wies seine Mutter, die bereits mehrmals geklopft hatte, jetzt schon ein sechstes Mal mit den Worten: Mir geht es bestens, ich möchte nur alleine sein. Zurück. Erneut klopfte es, doch bevor er seinen Standardsatz aufsagen konnte, hörte er Hermines Stimme sagen: Wach auf, ich bin dazu da, mich um dich zu kümmern. Hannah ist heute nicht eine Minute von Susans Seite gewichen. Ich nehme die Aufgaben, die man mir auferlegt, auch sehr ernst. Und jetzt mach auf, bevor ich die Chance wahrnehme, meinen Bombarder Maxima auszuprobieren. Eingeschüchtert öffnete er die Tür mit einem Wink seines Zauberstabes. Sie trat sofort herein und schloss die Tür hinter sich, damit er es sich nicht noch anders überlegen würde. Als sie Draco betrachtete, da empfand sie Mitleid. Seine eigentlich locker frisierten Haare waren an den Schläfen und am Nacken feucht und klebten auf der kreideweißen Haut. Nicht einmal seine Lippen hatten etwas Farbe. Aufgeregt trat er von einem Fuß auf den anderen, während er sein weißes Taschentuch wie einen Teig durcharbeitete. Was hat dir das arme Taschentuch getan, dass du es so malträtierst? Sie wollte ihm die Angst nehmen, scheiterte jedoch. Wie zuvor schon seine Mutter, kläglich. Ich schwitze, gestand er mit kaum vernehmbarer Stimme.
das Reibung Wärme erzeugt, hast du noch nie gehört? Sie kam auf ihn zu und nahm ihm das Taschentuch ab, das bereits genauso klamm war wie seine Hände. Gott, ist das kalt hier drin. Gerade wollte sie das Fenster schließen, da hob er seine Hand und bat. Nein, lass es offen, ich gehe sonst ein. Bitte. Du holst dir höchstens eine Erkältung. Warf sie ihm milde vor und schloss das Fenster. Gleich darauf ging sie zu ihm und führte ihn zu einem Stuhl. Setz dich einfach und sag mir, was los ist. Was los ist? Ich heirate nicht weniger als einer halben Stunde. Seine Unsicherheit hatte er mit seiner Lautstärke zu überspielen versucht. In einer halben Stunde kommen doch erst die Gäste. Und die erhalten zunächst einen Aperitif. Wir beide haben noch mindestens 1,5 Stunden Zeit. Als Sirius geheiratet hat, war der jedenfalls nicht so... Sie suchte nach einem Wort, doch ihr wollte keines einfallen, das für Dracos Zustand wirklich treffend war. Vor was hast du nur solche Angst? Fragte sie sehr vorsichtig. Da sein Hemd nicht zugeknöpft war, konnte sie sehr gut erkennen, dass er kräftig schluckte, doch er sagte nichts. Seufzend öffnete sie ihre kleine Handtasche. Die Ampulle mit dem Beruhigungstrank hatte sie selbst noch nicht genommen, obwohl ihr beim Gedanken daran, bald von 250 Menschen angesehen zu werden, sehr mulmig wurde. Ganz plötzlich kam die Erkenntnis über sie. Du hast Angst vor den vielen Menschen. Eine Tatsache, die sie richtig erfasst hatte. Draco stand von seinem Stuhl auf und ging einige Schritte, bevor er an einem großen Spiegel stehen blieb und sich anblickte. Als er einen Schweißtropfen erblickte, der sich in einer Augenbraue verfangen hatte, wischte er ihn wütend weg, bevor er sich das Hemd auszog und ins Bad ging. Hermine wartete geduldig, doch Draco blieb sehr lange im Badezimmer. Er müsste sich wirklich langsam anziehen, dachte Hermine. Vorsichtig klopfte sie an die Tür, doch einzig das laufende Wasser des Waschbeckens konnte sie wahrnehmen. Da er sie wegen des Rauschens nicht zu hören schien, öffnete sie die Tür. Draco hatte den Rücken krumm gemacht, er hatte beide Unterarme in das Becken gelegt und ließ kaltes Wasser über sie laufen. Zaghaft, um ihn nicht zu erschrecken, sagte sie. Ich hab da etwas für dich. Den Beruhigungstrank benötigte er viel mehr als sie selbst. Vorsichtig ging sie auf ihn zu und berührte seine Schulter, weswegen Draco zusammenzuckte. Denn anscheinend hatte er sich auf das plätschernde Geräusch konzentriert, um sich abzulenken. Er hatte sich aufgerichtet und sich umgedreht, sodass sie seinen nackten Oberkörper sehen konnte, der mit vielen kleinen weißen Narben übersät war. Doch eine war auffällig groß. Draco blickte an sich hinunter und strich mit dem Finger über die große Narbe, die von der Mitte seines Brustkorbs seitlich hinunter bis zur Hüfte verlief, bevor sie unter dem Hosenbund verschwand. Nicht vorwurfsvoll, erklärte er flüsternd. Das war Harry. Oh, machte sie betroffen und sie erinnerte sich auch sofort daran, dass Harry ihr damals über die Auseinandersetzung mit Draco auf der Mädchentoilette erzählt hatte. Draco? Er blickte auf. Du solltest dich fertig anziehen. Hier, nimm das. Sie hatte ihm die Ampulle gereicht, die er sofort leerte, ohne zu fragen, was sie beinhalten würde. Der Trank wirkte sofort. Sie hatte ihm gesagt, die Wirkung würde 6 Stunden anhalten, womit sie gelogen hatte, aber das war nur zu seinem Besten. Er hatte seine Frisur wieder in Ordnung gebracht und sich angezogen. Vor dem Spiegel stehend, betrachtete er sich in voller Garderobe. Als Hermine hinter sich im Spiegel sah, da sagte er scheu. Ich habe Angst, dass es Buhrufe geben wird. Viel leiser fügte er hinzu. Wie damals bei Severus. Sie nickte verständnisvoll und lauschte, als er sich seine Sorgen von der Seele redete. Ich möchte nicht, dass es einen solchen Vorfall gibt. Ich würde es nicht ertragen. Er schluckte und richtete sich seine Haare, die keinerlei Aufmerksamkeit bedurften. Ich habe Angst, dass jemand während der Trauung aufsteht und gute Gründe nennt, warum Susan mich nicht heiraten sollte.
Diese Ängste konnte Hermine ihm nicht nehmen und so reichte sie ihm lediglich ein Glas Wasser, damit er seinen trockenen Mund befeuchten konnte. In Hogwarts setzte Harry gerade das dritte Glas mit dem Kürbissaft an, da schimpfte Ginny. Herrgott, Harry, du wirst nachher noch auf die Toilette gehen müssen, bevor die Trauung überhaupt angefangen hat. Ich habe Durst, verteidigte er sich kleinlaut. Nimmst du Nikolas? Fragte Ginny, obwohl sie ihm den Jungen bereits in den Arm drückte. Warum sind wir überhaupt so spät dran? Die Frage einfach ignorierend, weil er die Schuld nicht Ginny geben wollte, riskierte er einen Blick zu ihr hinüber, bevor er das volle Glas austrank. Er wiegte den Kleinen im Arm, schnitt für ihn komische Gesichter und lauschte Ginnys Ausführungen über all die Dinge, die sie längst besprochen hatten. Ich nehme die Tragetasche. Am besten mache ich sie kleiner, murmelte Ginny, während Harry seelenruhig wartete. Wie spät ist es? Wollte sie wissen. Die Uhr an der Wand sagte 2:05, was er ihr auch mitteilte. Wir werden zu spät kommen. Warum nur? Sie war wahnsinnig aufgeregt, weil sie so viele alte Schulkameraden treffen würde. An den Jungen in seinen Armen gerichtet, der ihn breit anlächelte, wiederholte Harry ihre Frage mit leiser Stimme. Ja, warum nur? Ich bin schon seit Stunden fertig. Und du auch. Bevor Harry und Ginny sich endlich auf nach Malfoy Manor machen konnten, streichelte Harry noch seine Hedwig und den gleich daneben auf der Stange sitzenden Phönix Fawkes. Als er ihm über den Bauch strich, bemerkte Harry eine kleine Verhärtung. Er nahm sich vor, Hermine zu fragen, ob ein Phönix krank werden könnte. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.